Auch wenn die Kommission es anders behauptet, die Verhandlungen zu TTIP werden nach wie vor hinter verschlossenen Türen geführt. Nur sehr wenige Abgeordnete können überhaupt Einblick nehmen in die Verhandlungsdokumente zwischen den EU und der USA. Und die Öffentlichkeit weiß noch viel weniger über die Verhandlungen als wir als europäische Abgeordnete. Das darf nicht so bleiben. Ein geheimer Deal kann nie ein guter Deal werden.